Techniklot 137. Heute reden wir über die neuen Apple-Produkte, allen voran das iPad Air und den dritten und letzten Teil unseres Android-Experiments. Techniklot wird präsentiert von hardwork.com. Mach dein MacBook zur SSD-Rakete. Ja, wie wir sehen, wie ihr seht, ist es heute ein bisschen anders. Der Luca ist diese Woche nicht da, der liegt ein bisschen krank im Bett. Gute Besserung wünschen wir dir. Ja, natürlich. Dafür bist du da. Ja, David. Johannes. Und du das letzte Mal. Erste und letzte Mal. Ich übergebe dir mit hier offiziell das Staffel. Jetzt kannst du mir den Android wiedergeben. ja, du übernimmst ab sofort Techniklot, quasi heute schon, weil Luca ja nicht da ist. Genau. In diesem Sinne, gestern hat Apple ja ihre neuen Sachen vorgestellt. Ja. Ich muss sagen, bei diesem iPhone-Event, was ich letztens gesehen habe, war ich herb enttäuscht, weil alles stand schon fest. Ja. Es gab keine Überraschung, es war auch nur sehr langweilig, wie ich fand, trotz der tollen Produkte. Also ich finde es nicht so toll, aber die anderen schon. Und dieses Mal war auch wieder alles bekannt. Ja. Also es gibt neue MacBook Pros. Wir kriegen den Haswell-Prozessor, haben wir gesagt. Dann gibt es die neuen iPads. Neues iPad Mini mit Retina-Display. Und der Mac Pro wird vorgestellt. Genau. Mavericks geht online. Das wussten wir alle schon vorher, aber ich fand es gestern nicht langweilig. Nee, das stimmt. Sie haben nochmal so ein bisschen so gezeigt, so was denn möglich ist und so. Das war ganz interessant zuzusehen, obwohl man halt schon viel wusste. Ging, aber war nett anzusehen. Kann man machen. Also. Kann man machen. Ja, schauen wir uns vielleicht nochmal ganz kurz an. Die technische Spezifikation, die machen wir heute nicht. Wie gesagt, das iPad Air ist jetzt insgesamt an den Bezels, das sind ja diese Außenränder, ist es schmaler geworden, ne? Ja, das finde ich halt auch extrem cool. Also, ich kann hier gerade nicht scrollen bei diesem Ding hier. Breite Ränder finde ich extrem nervig irgendwie. Also das habe ich halt gemerkt, wenn ich jetzt das G2 auf meiner Hand hatte, was du ja jetzt hier nimmst, da finde ich schmale Ränder extrem sexy, muss ich sagen. Ja. Also jetzt habe ich auch ein anderes Testgerät noch in der Hand, aber da können wir später nochmal drüber reden. Stimmt. Da sind die Ränder auch breiter und das mag ich halt gar nicht. Ja. Und insofern finde ich das schön. Dass, genau, wir hatten ja hier das, da sind wir übrigens drauf zu sehen. Das ist ja dieses LG G2, was uns LG zur Verfügung gestellt hat für unseren Android-Test, gehen wir später nochmal drauf ein. Aber das hat ja extrem dünne Ränder und das finde ich, ich mag es gar nicht mehr anders, seitdem ich das gesehen habe. Ja, es wirkt halt nicht so groß durch die schmalen Ränder und das finde ich extrem cool daran. Absolut, ja. Also das hat jetzt auch halt das neue iPad, ne? Und das finde ich super geil. Es ist dünner geworden, ein bisschen leichter geworden, insgesamt ein tolles Update, wie ich finde. Ja, auf jeden Fall. Also insgesamt durch die Bank weg, würde ich sagen, alle Produkte, die Apple gestern vorgestellt hat, sind großartig. Ja, sehr gelungen und so. Die sind jetzt blöd, ich meine, wir wussten zwar alle schon, was passiert und ich fand die Moderatoren ein bisschen hölzern, aber sei es drum, es sind tolle Produkte, einfach Punkt. So, iPad, ja, iPad Air, wieso heißt es iPad Air? Ja, ich weiß es auch nicht, also vielleicht soll das ein bisschen so, es ist leicht für unterwegs oder so, aber ich kann es mir auch nicht erklären. Fand ich gestern sehr albern, diesen Namen. Vor allen Dingen, wie heißt denn der Nachfolger? iPad Air 2 oder so? iPad Air Mini, iPad Mini Air vielleicht auch. Da dann sind wir beim iPad Mini. Das hat ein großartiges Update bekommen. Insgesamt ist es gleich geblieben. Allerdings hat es zwei wesentliche Verbesserungen. Nämlich es hat das Retina-Display, auf die alle gewartet haben, wie Apple gestern in der Keynote auch selber zugegeben hat. Und es hat dadurch, dass es den Prozessor, es hat einen neuen Prozessor, nämlich den i7, was jetzt auch das iPhone 5S hat und das neue iPad Air, hat jetzt selbst das iPad Mini drin und einerseits überrascht es mich, weil es das Einsteigerprodukt für in der iPad-Reihe so viel Power hat. Ja. Andererseits ist die Power auch nötig für das Retina-Display. Ja, aber ich sehe es andererseits so, dass man ja das iPad Mini, das alte, im Programm gelassen hat. Und was dafür halt auch praktisch ist, so, das kann sich halt nach wie vor der Einsteiger kaufen, wo ja auch der Preis ein bisschen günstiger geworden ist und so. Und wenn ich halt für meine Mutter mal ein iPad kaufe oder so, die braucht halt erstmal kein Retina-Display. So, wenn sie halt auf der Couch surfen möchte oder so, dann nehme ich halt das normale iPad Mini, das ältere jetzt, was halt günstiger ist und was halt kein Retina-Display hat, aber das braucht sie auch. Vollkommen. Wir haben das iPad Mini auch zu Hause und ich brauche gar nichts mehr anderes. Finde ich vollkommen zufriedenstellend. Gestern vorgestellt und von mir bestellt das neue MacBook Pro mit Retina-Display. So ein bisschen aus dem Fokus geraten ist das normale MacBook. Da gibt es jetzt nur noch eine Variante im 13 Zoll. Ist gar nicht mehr so richtig. Das aktuelle MacBook Pro ist eigentlich nur noch das Retina. Also das hat keinen Sonderstatus mehr, wie von wegen, das ist jetzt das Bessere. Und das hat ein Update bekommen. Auch das 15 Zoll hat ein Update bekommen. Natürlich jetzt die neuen Haswell-Prozessoren, das haben wir vorausgesagt. Beim 13 Zoll ist es allerdings so, dass die selbst nochmal im Design was geändert haben. Also es ist schmaler geworden und es ist leichter geworden.
Und das Retina-Display MacBook war sowieso ein leichteres Gerät im Vergleich mit dem normalen Standard MacBook Pro. Und also ein dicker Gewinn. Und The Verge hat das Ding schon mal ein bisschen getestet und die haben gesagt, das ist schon wesentlich schneller als das vorherige Gerät. Auch interessant dabei ist, bisher konnte man die MacBook Pros mit Retina-Display nur mit 8 GB Arbeitsspeicher bestellen. Seit gestern ist das nicht mehr der Fall. Man kann 16 GB bestellen, was ich auch getan habe. Und in diesem Sinne, tolle Updates, wirklich, kann man sagen. Vor allem auch die 16 GB halt für unterwegs. Man kann das halt jetzt komplett immer nutzen für alles, was man braucht. Ja. Ne? Und die 8 GB sind günstiger halt geworden. Ja, das finde ich auch super cool. Also, vielleicht sollte man mal richtig reinscrollen. Also wie gesagt, vom Design her haben sich... eigentlich sieht es genauso aus wie vorher, nur das 13 Zoll ist, wie gesagt, ein bisschen leichter geworden, ein bisschen dünner und das 15er ist äußerlich gleich geblieben, aber großartige Updates, da kann man auch nichts sagen und Mac-Fan bin ich ja sowieso. Ja. Ja. Dann waren wir bei dem und dann hier diese Keksschachtel hier oder Aschenbecher oder wie der geschimpft wird, der Mac Pro. Ein genaues Datum haben wir immer noch nicht. Nee. Es hieß bald. Es hieß bald. Ja, anstatt bald heißt es jetzt November. Glaube ich. Aber so richtiges Datum haben wir noch nicht. Ich kann hier schon wieder nicht scrollen auf der Seite, ist mir jetzt auch egal. Der Mac Pro, ist ein geiles Gerät. Die haben das gestern nochmal im Detail vorgestellt, haben nochmal einen Fotografen, einen Kinoproduzenten, einen Filmproduzent und einen Musiker interviewt, wie die das finden. Natürlich ist das Marketingmasche, aber die waren hellauf begeistert und das ist auch ein Top-Gerät, finde ich. Ja. Absolut schnell, absolut leise, soll so leise sein wie so ein Mac Mini auf dem Schreibtisch. Und das für so eine. Das eine ist ein super geiler Vorteil, finde ich. Also. Ist auf jeden Fall, hätte ich jetzt keine Ahnung, iMac oder MacBook Pro oder was auch immer, wäre das echt ein cooles Ding, muss man sagen. Auf jeden Fall. Damit rausgekommen ist natürlich gestern Mavericks. Also da gab es ja schon die Golden Master, die gibt es ja schon länger, oder die Beta-Version gestern. Und damit hattest du enorme Probleme, oder? Ja, es war sehr buggy. Wie gesagt, die neue Version, da blieb keine Zeit, das bisher ausführlich zu testen, aber es war schon sehr instabil. Gerade Mail hat Probleme gemacht. Ich hoffe, das ist gelöst. Entscheidend dabei ist, dass es kostenlos, diese ganze Geschichte. Und das war auch ein Keyword, kostenlos. Ja, das fand ich auch sehr lustig in der Präsentation, wo sie da diese Windows 8 Hülle gezeigt haben und so und ein Betriebssystem muss nicht $200 kosten. Stimmt. Und dann zerbrach die so in ihre Einzelteile und sagte so, Mavericks ist kostenlos und das fand ich sehr gelungen irgendwie. Also, genau, kostenlos sind auch die neuen Softwareversionen von iLife und iWork. Die hat Apple nach vielen, vielen Jahren endlich mal überarbeitet für den Mac als auch für iOS. Sind aber nur dann kostenlos, wenn man wirklich mit einem neuen Gerät kommt und das gekauft hat, dann darf man die nutzen. Ansonsten kosten die iWork-Sachen, glaube ich, so um die 18 Euro pro App und ich glaube 14 Euro für die iLife-Geschichten mit Ausnahme von GarageBand. Das kostenlos, wie ich gesehen habe, heute Morgen im App Store. Ja, kann man sich runterladen, solltet ihr machen. Tolles Update, kann ich nicht anders sagen. Und insgesamt, denke ich, wird es dem Aktienkurs von Apple ganz gut tun. Ich denke auch, auf jeden Fall. Ja, in diesem Sinne war es das jetzt mit Apple. Kommen wir zu unserem Android-Experiment Teil 3. David, was ist so dein kleines Fazit? Was sagst du? Android ja, Android nein, was ist blöd, was ist geil? Also ich bin jetzt vorgestern offiziell umgestiegen. Der offizielle Umsteiger war wirklich, dass ich die SIM-Karte aus meinem iPhone 5 rausgenommen habe und habe sie in das LG G2 reingepackt. Das war so, obwohl ich extrem wenig telefoniere, das ist für mich beim Smartphone kein wichtiges Feature, bin ich umgestiegen, und habe das iPhone zugemacht und gelöscht und es ist endgültig hinter mir und ich bin happy. Ich bin happy. Noch nicht ganz happy bin ich mit dem Theming, das hatte ich in der letzten Ausgabe schon angesprochen, von LG. Das ist so ein bisschen, ist nicht ganz so mein Ding. Ja, also da hoffe ich wirklich auf das neue Nexus und im Stock Android, obwohl ich mit dem Theme schon die Sachen drauf habe. Ja. Wie gesagt, das Gerät, das hatten wir in den letzten zwei Ausgaben, ist wirklich top und die dünnen Ränder, das hatten wir eben angesprochen. Hast du das Asus noch? Ja, es liegt hier. Das sieht man halt im Vergleich. Wenn das mal, also ich mache mal hier die Startseite auf, vielleicht sehen wir da ein bisschen was. Genau, wenn das hier mal so in die Kamera hält, das ist unglaublich. Genau, also das ist jetzt übrigens 6 Zoll und das ist 5,2 Zoll und das ist Monster. Ja, das ist ja das Asus PhonePad Note FHD 6, wie sie es also nennen. Auch ganz neu. Ist jetzt neu rausgekommen, ist jetzt glaube ich auch bestellbar und ja, ist halt, die Displayränder sind halt dicker und für mich persönlich 6 Zoll ist nicht so das Wahre irgendwie. Guck mal, also, im Vergleich mit meinem Gesicht ist er ganz schön groß. Ne? Ja, telefonier mal damit, David, das sieht super lustig aus. So, also,
Geht doch alles. Ja, das ist ja schon ein richtiges Fablet. Ja, also mir ist es zu groß und wie gesagt, LG, Android. Wir waren ja beim Android irgendwie stecken geblieben. Da muss man nicht viel reden. Eigentlich, letztes Mal habe ich viele Kommentare von euch bekommen. Wir hatten ja euch ja gefragt, Mensch, was nutzt ihr denn hier für Synchronisation mit Kalender? Ich habe es mir immer noch nicht alle durchlesen können. Es sind wirklich viele Kommentare bei YouTube, bei Technikload, bei T3N aufgelaufen. Und vielen Dank dafür. Und insgesamt gibt es eigentlich keinen Weg zurück. Es sei denn, Apple stellt nächstes Jahr ein iPhone 6 vor mit größerem Display und endlich der Möglichkeit, dass Apps miteinander reden können vernünftig. Wenn das der Fall sein sollte, bleibe ich immer noch bei Android. Also so im Großen und Ganzen sagst du so dein Fazit super positiv und ja, definitiv. Alles gelungen. Also ich war ja schon längere Zeit neugierig auf Android, wollte das auf jeden Fall mal testen und es ist einfach toll. Es gibt da, wie gesagt, nichts, was man sagen könnte, das ist jetzt blöd. Es gibt natürlich viele hässliche Apps. Dafür kommen jetzt immer mehr richtig hübsche Apps. Google macht auch richtig Gas und zeigt Entwicklern, wie sie Apps schöner machen können. Da gibt es, also die gehen langsam so ein bisschen in die Apple-Richtung und von daher ist das, glaube ich, eine ganz gute Basis. Aber technisch überzeugt es mich derzeit mehr, das Android zu nutzen, aufgrund dessen, dass ich, wie gesagt, mal ein Foto gestern gemacht habe, bearbeite das schnell und haue es danach in Instagram oder was auch immer. Das geht halt wesentlich schneller, wesentlich unkomplizierter. Und das ist das, was ich täglich mache. Mit dem iPhone mache ich gerne solche Fotos und deswegen ist Apple einfach keine Option für mich. Ja, soll aber jetzt nicht allzu negativ sein. Ja, damit sind wir fast am Ende der Sendung. Ja, David. Es ist meine allerletzte Sendung. Dafür bist du jetzt da. Ja, wie viel waren es, David? 100? Ach ja, wir können ja mal 138. In die Episoden. 137. Sendung ist das jetzt, wenn wir uns... Ja, wenn du die Nullte mitzählst, sind das 138. Ja, stimmt, dann sind das 138. Das habe ich schon wieder ganz vergessen. Also wir haben jede Menge gemacht. 2010 sind wir gestartet, damals noch mit dem Yati. So kommt's. Also ich glaube... Hier die Folge fand ich auch sehr cool, wo wir hier, jetzt kann ich hier nicht reinzoomen, wo wir hier diese komischen Sonnenbrillen auf hatten. Es war eine schöne Zeit, muss ich sagen. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken dafür, dass ihr zugeschaut habt und zugeschaltet habt. Und bleibt der Sendung bitte weiterhin treu. Johannes ist ein echt cooler Typ und Luca natürlich auch. Und das kann nur besser werden, wenn ich weg bin, dann habt ihr endlich mal die Freiheiten hier. Ja, endlich. Genau. Würde mich natürlich freuen, wenn wir weiterhin in Kontakt bleiben bei Twitter oder bei Google+, wo ich hauptsächlich aktiv bin. Freue mich, euch dann wiederzusehen. Und dann euch natürlich auch, denn ab nächster Woche geht's weiter mit dir und Luca. Genau. Ja, ja, danke dir und es war immer schön, dir zuzugucken hier in Techniknot. Egal ob auf dem roten Sofa oder hier. Ne? Das rote Pornosofa. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao. Mit Ihnen dann. Ja. Ciao. Ciao.